Neue Folge Super Mario Odyssey. Nachdem ich mich jetzt ein wenig von der letzten Folge beruhigt habe, wo wir dieses mit den 100 hier Strandvolleyball da hinten gemacht haben, hatte ich dann schon ordentlich Herzrasen und da haben wir auch die letzten Münzen und sowas alles eingesackt und auch die letzten Monde halt. Und ja, jetzt sind wir endlich bereit. Wir können ins nächste Land. Nämlich ins Schlemmerland, wie wir es schon in der letzten Folge gesehen haben. Und da freue ich mich ganz, ganz toll drauf. Also, das wird richtig, richtig nice. Das kann ich euch versprechen. Aber erstmal hier nochmal zu bestätigen. Achso. Würden noch drei fehlen, aber die glaube ich. Ja, die kann man noch nicht bekommen, ne? Hier nochmal kurz. Ja. Hier nochmal kurz die Bestätigung. Weil jetzt gerade. Ich dachte jetzt kurz, dass. Ja. Aber ne, passt alles. Wir können aufbrechen. Sehr schön. Auf geht's. Jetzt kommt das richtig geile Land, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Schlemmerland. Los geht's. Ich hab Bock. Hoffe ihr auch. Aber ja, ich würde mal sagen, dafür habt ihr ja eingeschaltet. Also ja. Steht auch eben Titel drinne, so Schlemmerland. Und ja. Also dafür habt ihr mit Sicherheit eingeschaltet. Dann gucken wir mal. Du laberst mir wieder von irgendwelchen Zeug. Schön für dich. So, wir sind auf dem Weg ins Schlemmerland. Hier steht, dass dieses Land bekannt für seinen auf einen Vulkan zubereiteten Schlemmereintopf ist. Echt feurig. Oh ja, da freut mich auch schon. Soll so eigentlich eine Lava-Welt darstellen. Aber ja, sieht man ja, wie die Lava aussieht. Aber wie gesagt, so gesehen soll es eine Lava-Welt sein. Aber richtig cool umgesetzt, ohne Scheiß. Wirklich ohne Scheiß, einfach ich liebe das Schlemmerland. Brudels als Vorkoster. Alter. Das wird mega. Da haben wir auch schon mit schöner Musik begrüßt. Kommen wir nur mit den neuen Kaper-Gegnern dran. Ach, das wird schön. Das wird jetzt richtig, richtig nice. War es auch schon vorher, aber ja, jetzt besonders. Aber ganz klar. Jeder hat sein eigenes Lieblingsland und meins ist halt einfach das Schlemmerland. Ist einfach so. So, die Gumbas brauche ich nämlich gleich schon, glaube ich. Ja, da hinten. Kann mich noch dran erinnern. Ich hoffe einfach mal, dass ich mich am Schlemmer besonders viel erinnern werde, weil ja, das ist einfach mein Lieblingsland. Da werde ich mich doch wohl hoffentlich an ziemlich viel erinnern, oder? Hoffe ich mal. Aber das werden wir erstmal sehen. Was so meine Erinnerungen so sagen. Sind ja nicht die besten. Romanze mitten der Lava. Ja, hier hast du auch nochmal die Bestätigung. Lava. Also alles spätestens hier sollte man feststellen, dass das hier eine Lava-Welt sein soll. Boah, richtig geil umgesetzt, ey, ohne Scheiß. Kann sich oft genug sagen. Aber mehr können wir hier am Anfang nicht bekommen, ne? Haben schon mal einen Mond. Ah, hier. Hier können wir das kapern. Warte mal, jetzt hängen die Tomaten jetzt da unten, warte mal. Die muss man ja hier um... Oder warte mal. Ich guck, das ist einfach mal so hier, so. Komm mal her hier. So, genau. Dem kann man halt hier durch die Lava schwimmen. Das wird auch der Großbestandteil hier sein. Hier spawnen aber auch neue, ne? Warte. Dann muss man ja auch wieder wegkommen. Ja. So. Waren jetzt zwar leider Münzen, aber Münzen nehmen wir ja auch mit. Wir nehmen alles mit. Was hier? Ah, ein Mond. Einfach so. Mitten hinter dem Säulenschatten verborgen. Interessant. Können wir uns hier wieder neun gönnen. Und eventuell können wir uns hier auch schon die einen oder anderen lila Münzen krallen. Ja, da hinten geht's durch, genau. Hier kommen wir leider da drüben nicht hin, aber ich glaube, hier gibt es so einen großen Umweg, wo wir da hinten hinkommen. Oh, hier warten uns auch schon einige Münzen. Normale Münzen.
Und mit Sicherheit auch lila Münzen. Was ist hier? Noch Münzen und ein Herz. Warte mal, kann man hier sogar hoch? Ja, eventuell. Wenn man sich gut anstellt. Dann, oh. Verstehe. Hier soll man hin. Gut, dann wissen wir das jetzt. Hier soll man hier hoch. Okay. Hier haben wir jetzt aber schon mal welche. Nein. Will er auch hoch. Ja. Okay. Ich glaube, hier sollte man... Soll man hier noch nicht hoch? Eventuell? Weiß ich nicht. Wie bin ich hier oben? Ich glaube, man soll hier später, glaube ich, hoch. Aber ja, wir sind jetzt einfach hier oben und gönnen uns hier einfach mal den Mond hier. So, mega easy. Die Lava fallen bitte. Dankeschön. Ja, man könnte ja auch von hier aus gleich zu den Brudels da vorne. Ja, man soll hier gar nicht, noch nicht hoch. Hm. Na gut. Würde ich sagen, will ich auch nicht so viel hier oben machen. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich wieder zurück. Machen alles der Reihe nach. Und gehen erstmal stattdessen hier da vorne die lila Münzen holen, die wir ja schon gesehen haben. Und wir auch ja nichts vergessen. Kann aber auch hin und wieder mal passieren. Da muss er halt das Bowser-Amiibo nachhelfen. Dann ist es halt so. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, so viel wie geht zu bekommen. Und es hat ja auch bis, ja, beim Großteil geklappt. Zwar nicht bei allem, ist klar. Vor allem bei meinem Gedächtnis ist das halt schwer, aber ja. Großteil hat es doch echt geklappt. So, hier müssen wir eigentlich lang. Ach. Ach, wir sind eher... Oh! Oh, ist egal. Wir wären jetzt so oder so hier hochgekommen. Okay, dann ist es egal. Warte mal, ist hier unten was? Ne, da brauchen wir wieder Feuerbälle und da kommen wir dann später ran, glaube ich. Ah, guck mal, lila Münzen. Ich glaube, hier so außerhalb sollen wir das später machen. Ich glaube, davor soll man erstmal gegen die Brudels kämpfen. Dann schaltet ihr jetzt ein bisschen mehr frei. Aber wir können ja hier schon ein bisschen was mitnehmen. Wie zum Beispiel den Mond, den ich da vorne erblicke. Sehr gut. Im großen Salzberg. Hier hat er nicht sogar mit dem Namen was zu tun. Am Rande einer Salzansammlung. Ja, genau. Alles klar. Hier auch nochmal einen schönen Überblick. Lila Münzen. Ach, wie schön bunt es ist. Es ist einfach mega. Ich liebe das Land einfach. Es ist einfach schön. Musik ist auch stimmig. Es passt einfach. Es ist einfach mega nice. Wie gesagt, da gibt es immer andere Meinungen. Aber ja, wie gesagt, das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung. Ich liebe es einfach und das ist mein Lieblingsland. Fertig. So. Was wollt ihr eigentlich? Und wer kommt jetzt überhaupt dran? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Du. Boah, wir haben echte tonnenweise Schlemmereintopf für das Hochzeitsessen des Chefs mitgehen lassen. Wir werden mir auch noch einen Arschstock für den Weg mitnehmen, aber erst wenn ich mit dir fertig bin. Dann bin ich aber schon angetreten. Beziehungsweise einer fehlt ja schon auf dem Schiff, ne? Wenn ich das so richtig gesehen habe. Einen Depp haben wir ja schon komplett erledigt. Sogar weil wir gegen den schon zweites Mal gekämpft haben, glaube ich. Gegen diesen anderen Typen. Und man kämpft gegen jeden Brudel zweimal. Oh. Lol, ich hab seinen Angriff abgebrochen. Wusste ich gar nicht mal, dass es geht. Oder Scheiße, das wusste ich nicht. Wusste nicht, dass man auf seinen Hut springen kann und seinen Angriff damit abwehren kann. Lol. Ey, ohne Shit, das wusste ich nicht. Wusste es einer von euch? Ich weiß ja nicht, vielleicht weiß es ja einer von euch, aber ich wusste es nicht. Dass man damit die Angriffe abwehren kann. Das kann man bestimmt bei den anderen auch. Obwohl, bei dieser weiblichen Brudel, der hat da glaube ich Stacheln auf dem Helm, ne? Bei der bin ich mir nicht sicher, aber bei ihm funktioniert's. Hm.
Interessant. Gruels als Vorkoster. Schön. Ist ja nicht die einzige Aufgabe, die wir haben. Gibt noch mehr zu sehen. Und das freut mich auch sehr. Unter den Käsefelsen. Oh, ja, 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 warte. Ja, genau, da muss man Hammerbrüder kapern. Das ist cool. Die schmeißt damit Pfannen um sich. Das ist auch geil. Super. Kann man jetzt hier runter? Sieht nicht nach raus. Was ist mit der Musik? Musik. Please. I need music. Ah. Wollte schon sagen, da unten muss doch was sein. Wo ist meine Musik? Hm. Na dann nicht. Hier ist auf jeden Fall wieder Musik. Oh. Wofür ist das denn? Habe ich schon den Secret Mode gefunden, oder wie? Ja. Lol. In einer Ecke des Magma-Sumpfs. Okay, gut. Okay, ja, wir müssen hier Mondstücke sammeln. Wieder 5 Stück an der Zahl. Hier geht's sterben. Oh mein Gott. Bin ich fast in die Lava reingefallen. Kannst du aufpassen. Hier gibt es ja wesentlich so eine kleinen Stücke, die über der Lava bleiben. Aber man muss halt trotzdem aufpassen. Oh mein Gott. Ist das sogar verfolgendes? Nee. Oder? Ist das verfolgendes Feuer, was sie da schießen? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Manchmal schießen die verfolgendes Feuer, manchmal nicht. Weiß nicht. Also entweder kommst du nur so vor oder die sind auch zielsuchend. So meine ich das, zielsuchend. Kam jetzt aber nicht so vor, oder? Ich weiß es nicht. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht erfahren wir es ja zukünftig nochmal, wenn wir die nochmal gegen die kämpfen. Magma-Sumpf, treiben und sinken. Okay. Haben wir die 2 Monde, dann können wir wieder gehen. Schön. Kamera bitte, dankeschön. Aber wo ist meine Musik hin? Was für ein Scheiß. Ich will wieder Musik haben. Doof. Ich will gerade die Musik nicht. Oh egal, da halt nicht. Wir müssen lieber hier diese 3 Münzen. Was durfte sie sogar? Köstlich. Ja, guck dir mal das hier an. Geiler Scheiß. Das ist das Dorf, ne? Hi. Wie heißt der? Gluckun oder so? Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das Team 4 heißt Gluckun. Der Vogel da oben ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich unseres Tops bemächtigt. Nur noch ausgerechnet dann, als wir einen Nachschlag unseres berühmten Schlemmereintopfs zubereiten wollten. Alle hatten sich schon darauf gefreut, sich nochmal ordentlich die Bäuche vollzuschlagen. Bäuche vollschlagen. Ihr seid fucking Gabeln. Aber egal, sagt man nix. Oh man. Oh, guck mal hier. Was ist das da? Bam. Bin schon wieder auf die Schnauze gefallen. Warte, hier ist dieses, Roulette-Spielchen, was wir schon das öfter mal hatten. Also allererst ja in der Wüste. Dann gibt's wieder Mond zu gewinnen. 10 Münzen. Das heißt quasi hier wieder so. So. Könnt ihr halt auch noch so ein Königsherz und sowas alles verdienen, aber ja. Wir haben es ja nur auf dem Mond abgesehen. Das ist ja auch der Hauptgewinn hier. Also passt das für uns. So mal 3 Lila Münzen. Plus die 3 Lila Münzen. Plus einen Mond in der Kiste. Gut zu wissen. Nicht so viele Kisten kaputt machen, genau, dann können wir nämlich gleich hier wieder hoch und uns gleich mal gönnen. Das soll eine Zutat sein. Na, wenn du meinst, eigentlich nicht, ne? Kiste, halt. Ob ich mir hier oben etwa einen Lenz mache? Auf keinen Fall.
Was auch immer. Warte mal. Ah, warte, die. Na, nein. Das habe ich weggekickt. Haut das mal da rein. Die kann man nämlich in den Topf reintreten. Reinschießen. Oh, lol, jetzt habe ich den abgeschossen. Lol. Ja, ich habe getroffen. Gibt es wenigstens ein paar Münzen. Aber eigentlich sollen da so eine Rüben rein, ne? Ich glaube, so weiße bringen Münzen auch oder so. Und goldene bringen Monde. Gibt es aber die ein oder andere goldene, die wir halt hier im Land finden können. Die müssen wir halt hierher bringen. Ich glaube, die erste gibt es sogar schon hier, ne? Ja. Die bringt uns den ersten Mond. Huch. Hui! Alter. Hui! Jetzt. Muss dazu noch springen. Da haben wir schon mal den ersten. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele es hier in dem Land gibt, aber die ein oder andere müsste es hier geben. So, wenn wir nicht die einzige. Goldrübenrezept 1. Was gibt's denn eigentlich noch so? Hier gibt es den Crazy Cap Shop. Da können wir uns gleich mal das ein oder andere kaufen. Wie zum Beispiel, was hier zum Beispiel Neues. Inklusive den Mond. Oh, ein Clowns Outfit, lol. Kaufen wir uns natürlich alles, aber ja. Erstmal interessiert uns nur der Mond. Shopping auf der Schmausspitze. Und dann kommen wir zum Clowns Outfit. Anziehen wäre ich jetzt fürs Erste nicht. Aber ich glaube, man braucht es später noch für eine Quest oder so. Für irgendwen. Für einen Mond. Das will irgendwer sehen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Aber fürs Erste ziehe ich es mal nicht an. So, danke auf jeden Fall dafür. Was können wir uns denn jetzt überhaupt für den lila Münzen bisher noch kaufen? Koch-Outfit. Das ist perfekt. Das gönnen wir uns und ziehen wir auch gleich an. Haben es jetzt nicht so viel von dem Matrosen-Outfit gehabt, was wir uns in der letzten Folge vervollständigt haben. Aber ja, komm. Pure Gönnung. Muss mal sein. So, was können wir jetzt noch holen? Hier sind noch so eine Souvenir-Gabeln können wir uns doch gönnen. Sonst müssen wir erstmal wieder ein paar lila Münzen sammeln. Und da gibt es ja einiges zu holen. Erstmal Koch Mario ist am Start. Und ich glaube, den brauchen wir auch gleich hier links. Kümmern wir uns jetzt gleich mal drum. Hier kommst du nur rein, wenn du auch wie ein Koch aussiehst. Und hey, du hast die du hast die richtigen Klamotten an, die richtige Kopfbedeckung auf. Komm rein. Jetzt gibt's da halt so einen Bonusraum. Ich glaube mit zwei Monden. Glaube ich. Glaub ja. Was habt ihr denn? Dieses Hopf köchelt ganz ordentlich vor sich hin. Was super für die Entfaltung der verschiedenen Geschmacksnoten ist. Aber irgendwie, es könnte noch ein bisschen heißer unter den Topf sein. Ich schaff's einfach nicht, mehr Feuer aus der Lava rausholen. Wie ärgerlich. Achso, warte, ich versteh's. Wir müssen so ein Vieh hier kapern. Und dann in den Topf reinspringen. Das müssen wir, glaube ich. Lol. Das müssen wir, glaube ich, zweimal machen. Nein, Mario, Mensch! Betreib's mal nicht. So. Jetzt haben wir es geschafft. Irgendwie hatte ich nicht so viel Schwung. Ah, das Einmal ist verkarkt. Oh, und selbst den Mond können wir nur mit als Flamme einsammeln. Ohne Flamme können wir das auch nicht einsammeln. Wir brauchen mal ein bisschen beim Springen mal ein bisschen mehr Schwung. Oh, und da kommt es auf Timing an. Okay, so. Ja, da muss man immer ein bisschen Schwung holen. Nein, beweg dich nicht so. Oh mein Gott. Da oben muss ich nicht hin, oder? Nee, da oben, sind nur Münzen. Die sind mir egal. Wenn wir mal ehrlich sind. Oh mein Gott, da brauche ich Sprung. So. Yay. Da haben wir den zweiten Mond. Oh, gib her. Aber ob es hier noch lila Münzen noch so gibt, das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich eventuell mal zurückgucken. Nee, also zumindest da oben auch nicht. Da sind nur diese Geldringe, also die brauchen wir nicht. Ist hier oben? Nee. Da oben kommen wir nicht hoch, oder? Nee, ich sehe da so eine Art unsichtbare Wand. Und ich sehe da auch da oben nichts Einsammelbares. Was los hier entlang, ja. Da haben wir das. So. Aber das können wir hier wieder welche reinwerfen. Geschenkte Münzen.
Zack. Okay, das haben wir verkackt. Das ist weit weg. Okay, das war auch verkackt. So. Okay, es ist Schnackelchen. Falls was suchen. Ist hier oben nicht eventuell auch noch was? Auf den Säulen? Ja, da hinten sehe ich es schon. Epic Fail. Mario, geh da hoch. Dankeschön. Okay, anscheinend muss das mit Hechtsprung. So, genau. Weiter. Oder warte mal. War nicht Hechtsprung nicht sogar der Fehler? Ich weiß nicht. Egal. Auf einer der aufgereihten, auf einer der aufgereihten Säulen. Okay. Da wird's interessant. Und du so? Siehst du den Batzen Fleisch? Klar sieht er ja ein. Klar sieht ja ein Blinder, aber ein Glück schielt der Vogel, der hat ihn noch nicht bemerkt. Da kann, kann nicht mehr lange dauern und er schnappt sich den Batzen. Ist nur eine Frage der Zeit. So, stimmt, der schielt ja auch noch, dieser Vollidiot. Oh nö. Dieser Gluckun. Ich glaube zumindest, dass er Gluckun hieß. Kann mich zumindest so dran erinnern. Und wenn er auch noch schielt, dann ist er besonders dumm. Oh ja, der glaube ich ist sogar noch ein Boss, aber. Ja doch, definitiv ist er auch noch ein Boss. Aber dann müssen wir erstmal gucken, wie der funktioniert. Keine Ahnung mehr. So, sind wir nicht hier im Prinzip schon fertig? Also mit der Folge nicht, das steht auf jeden Fall fest. Das geht noch ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Und mal ist hier hinten noch was. Außer Lava. Da hinten ist was. Ach du Scheiße. Soll ich nah hinkommen? Hier siehst du da vorne. Soll ich denn da raufkommen? Erwartest du, dass ich da von dem Vulkan da unten runterspringe? Das kann sein. Warte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Ich gebe nicht auf. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, ich gebe nicht auf. Lol, ich bin jetzt hier oben. Ja, bloß nicht runterfallen. Hör auf. Ja, moin. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass man das anders machen sollte, aber ja. Ich hab's so geschafft. Eine reiche Auswahl an Zutaten. Gut zu wissen. Oh, das sind Münzen. Geld. Da unten sich noch mehr Geld, aber da komme ich nicht ran, weil ich keine Flamme bin. Alter, dieses ganze Essen hier, Alter. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Aber hier hinten kann ich noch nichts machen. Hier spielt immer noch keine Musik. Ja gut, ich glaube, wir sollen halt da vorne weiter. Aber können wir uns halt... Ja, da können wir uns auch neue Flammen gönnen. Ich würde sagen, ein bisschen machen wir noch. Ja, okay, gut. Sind ja auch noch fast 6 Minuten. Also, ja. Haben noch Zeit hierfür. Alter. Jetzt zeigt sich der große Teil des Gebiets. Habe ich ja auch gesagt, das ist ein ziemlich großer Teil mit den Flammen. Fällt mir aber auch richtig gut. Kann man sich richtig schön umsehen hier. Ah, und jetzt sind wir... Ah ja, stimmt, jetzt sind wir hier bei der Stelle. Genau, jetzt können wir da durch. Ich würde sagen, sogar da kümmern wir uns noch gleich drum. Jetzt sind wir hier bei dem Abteil. Jetzt können wir hier unten durch. Das kommen wir mit Sicherheit an die lila Münzen, die wir da drüben gesehen haben, ran. Erstmal ein gezielter Sprung. Genau. Auch immer mit Anlauf. Sag's nochmal für euch. Ohne Anlauf geht's gerne mal schief. So wie ich es da bei dem einen Dings da gemacht habe, in dem Bonusraum. Halt nur die Münzen, okay. Sind halt wichtig. 5 Stück an der Zahl, also nicht gerade wenig. So.
Hier gibt es bestimmt auch noch einiges zu sehen. Da ist dieser dieser Stein. Der ist erst noch das Story-Thema. Wieder Münzen. Haben wir schon 38 Stück von 100. Krass. Können wir schön wieder ausgeben gehen. Hier gibt es noch viel mehr. Wenn nicht, ne? Nee. Ach, ist das schön, ey. Ist das schön. Dieses Gebiet. Aber wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist einfach so. Dann ist noch ein Save Point. Den gehen wir uns gleich. Erstmal will ich mal gucken, was hier ist. Wieder ein Mond. Salz in der Lava. Der eine springt besonders hoch, der andere springt so richtig niedrig. Schauen wir uns den Niedrigspringer. Um mal kurz zum Save Point zu kommen, damit wir uns hierher teleportieren können. Und dann geht's dahin, würde ich sagen, ja. Jump! Nein! Oh mein Gott, ich wollte raus. So. Und ab in den Bonusraum. Ich würde sagen, oder? Wir haben immer noch Zeit. Hm. Ich unterschätze immer die Zeit. So. Ist halt so ein Spielchen, ja, okay. Oh, warte. Gönnung. Schmeiß darauf, genau. Oh nein, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. Huch. Okay. Verstehe, ja. Welcher? Ist egal, oder? Ja, ist egal welcher, okay. Nein! Okay. Okay. Habe ich irgendwas übersehen? Kann gerne mal passieren. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott. Da drüben muss ich hin. Okay, dann muss ich mich aber da oben hinschießen. Warte. So. Nein! 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 Oh mein Gott! Holy shit! Jetzt bin ich zwar wieder ganz unten, aber ich lebe noch. Nein! Alter, ich mache eins nach dem anderen falsch. So. Ja. Ich hätte nach rechts gehen müssen, ne? Nein! Ja, jetzt. Ja, okay. Oh mein Gott. Was für ein Durcheinander. So, jetzt wieder zurück. Ohne Probleme bitte. Danke. Danke. Oh. Was war das denn bitte? Der Pergabel zum Gipfel. Okay. Gut zu wissen. Hallo. Da saß ich jetzt ein Zentimeter aus dem Eingang noch raus. Oder so. Keine Ahnung. Wie wollte er die Tür nicht benutzen? Hat sich geweigert. Da war ich ihm ein Millimeter zu weit außen. Entschuldigung, Tür. Ich würde sagen, so viel machen wir auch nicht mehr, oder? Das ist die große Frage. Wie ich jetzt hatte ich schon wieder zu wenig ja. Ist schon, da hatte ich zu wenig Anlauf. So, für was kann ich euch gebrauchen? Für nichts, oder? Boah, das sind wieder ordentlich lila Münzen, ey. Und was brauche ich euch? Was seid ihr hier? Oh. Shit. Das tut mir jetzt aber leid. Musst leider sterben. Du bist hier ein bisschen fehl am Platz. Tut mir leid. Ich hätte selber verhindert, aber ja. Es gab leider keinen Ausweg. Muss leider die spawnen. Irgendwie hier drüben. Glaube ich zumindest. Na gut. Soll mir egal sein. Schnappen wir uns lieber so einen Hammerbruder. Dann machen wir den Hammerbruder-Battle. Aber hey, du Lusche. Oh mein Gott. Aber auch nicht von den Drecks Stachis treffen lassen. Oh nein, die spawnt. Oh yeah.
Man kann ja auch mit den Joy-Con schön abgehen. Oh ja. Yeah. Mega. Aber ich muss aufpassen. Ja. Oh, da oben ist ein Mond. Warte mal. Mit dem Hammerbruder kann man ja so gut hochspringen. Warte mal, habe ich das nicht so auch damals irgendwie so gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bleib hier. Na, was? Ich Vollidiot. Ich habe ihn doch gekapert. Warum ist er denn jetzt gestorben? Was ist das für ein Blödsinn? Gut, dann hol ich mal einen neuen. Lass mich jetzt da hoch. Ich habe zumindest bei meinem normalen Speicher auch so gemacht. Weiß nicht, wie man das normal machen soll. So. Aber ich habe zumindest so gemacht. Auf der hervorstehenden Felswand. Oh, da gibt es auch so eine goldene Frucht, ne? Ja. Oh mein Gott, jetzt müssen wir die zum Links zurückbringen. Warte mal. Oh Gott, das wird schwer. Ich muss da hinten. Seht ihr denn das da hinten? Da muss ich rüber. Da geht's dann in die Stadt. Anders komme ich hier nicht rüber. Das habe ich mich nicht von den Dingern treffen lassen, weil sobald die mich mit ihren Pfannen treffen, ist es aus mit der Rübe. Aber gut, dass ich hier auch so eine einigermaßen akzeptable Treppe gebaut habe. So, dann hier rüber. Ja, dann sind wir da. Zack. Oh mein Gott. Fuck. Das war knapp. Da hätte ich das Teil beinahe in die Lava geschmissen. Okay, warte. Lass mich hoch hier. Mario. Stell dich nicht so dumm an. So, danke. Du Arschloch, warum wirfst du so weit? Dann drücke ich halt Y. So. Damit's auch mal der letzte Idiot kapiert. So. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier schon im Dorf sind, beende ich die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst Like da, abonniert, was wir beim nächsten Mal weiter bei Super Mario Odyssey. Wollte es beinahe Mario Maker sagen, aber nee. Super Mario Odyssey, hier im Schlemmerland, mein Lieblingsland. Das wird geil. Haut rein und ciao.